der Grund, warum viele Leute Atheisten geworden sind. Es gibt einen guten Gott und alles ist nur Friede, Freude, Eierkuchen. Dann guckst du dich in der Welt um, da gibt es Naturkatastrophen, Überflutungen, Morde, Totschlag. Und dann sagen die Leute, wenn es einen Gott gibt, warum passieren dann all die schlimmen Sachen? Der Antwort, der ist nachher eine ganz einfache Antwort. Diese Welt ist nicht die Welt, die erschaffen wurde für Gerechtigkeit. Diese Welt ist die Welt, die zur Probe erschaffen wurde. Denn die Gerechtigkeit gibt es im Jenseits. Denn Allah sagt in Surat al-Yasin, فَالْيَوْمَ لَتُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Am heutigen Tag, das heißt im Jenseits, wird keiner Seele Unrecht geschehen. Das heißt, vorher wird Unrecht geschehen. Und jeder wird nur das vergolden, was er getan hat. Wozu ist diese Welt? Diese Welt ist die Welt der Probe. Allah sagt im Koran, in Surah 67, Vers 2, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Der, der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten macht. Er hat den Tod erschaffen. Der Tod ist ein Geschöpf Gottes. Zur Probe. Hier, du weißt, du wirst irgendwann sterben. Deine Probe, was tust du dafür? Was hast du dafür vorgebracht? Was haben deine Taten vorausgeschickt? Allah sagt in Surah Al-Hashr, was sagt er? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und schaut, was ihr für morgen vorbereitet habt. Weil morgen bist du vielleicht tot. Warum morgen? Allah sagt in Surah 18, Entschuldigung, sagt er, إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Wir haben das, was auf der Erde ist, als Schmuck gemacht, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten macht. Probe. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Wir werden euch ganz sicher auf die Probe stellen mit Hunger und Furcht und Mangel an euch selbst und Mangel an Früchten und Mangel an Vermögen. Und gebe den Geduldigen frohe Botschaft. Das ist das Leben. Aber der allmächtige Gott hat für die Gerechtigkeit eine andere Welt erschaffen. Das Jenseits. Adolf Hitler hat Millionen von Menschen getötet. Welche Strafe willst du ihm im Diesseits geben? Die größte Strafe, die du ihm geben kannst, ist, du kannst ihn einmal töten. Was ist mit den anderen 6 Millionen Menschen? Im Jenseits, Allah hat die absolute Macht, ihn gerecht zu bestrafen. Weil Allah die Welt extra so erschaffen hat. Er hat diese Welt nicht für die Gerechtigkeit erschaffen. Er hat sie zur Probe erschaffen. Derjenige, der vielleicht ein schlechtes Leben hatte, aber ein guter Mensch war. Heute sagen wir immer, warum ist das so ungerecht? Dieser Mensch ist ein Verbrecher und er hat Geld und er hat Frauen und er hat Erfolg und er hat Ruhm. Und dieser Mensch ist ein netter Mensch und er ist krank und er sitzt im Rollstuhl und er hat keine Kinder und er wird ausgeraubt, er wird gequält. Und du fragst dich, wo ist die Gerechtigkeit? Ist ganz einfach. Der allmächtige Gott hat die Ewigkeit, um dich zu entschädigen. Und der Prophet a.s. sagt im Jenseits, wenn ein Mensch sinngemäß nur einen kurzen Moment in die Hölle gehen wird, danach gefragt, hast du irgendwas Gutes erlebt? Er wird sagen, nein. Wird einen kurzen Moment ins Paradies gebracht, hast du irgendwas Schlechtes erlebt? Er wird sagen, nein. Denn das ist der wichtige Punkt. Wie in Surat al-Ankabut steht, das eigentliche Leben ist das jenseitige Leben. Und das müssen wir verstehen. Was ist dein Ziel? Das Ziel muss das Jenseits sein. Und wenn du das verinnerlichst, dann wirst du vieles begreifen. Ich gebe euch mal eine Sache. Ich gebe euch mal einen Punkt, wie dir dieses Bewusstsein in allen Lebenslagen hilft. Mich hat einmal eine Frau angerufen aus Frankfurt. Und ich weiß, es wird vielleicht einigen Nicht-Muslimen nicht gefallen, aber ich bin kein Versicherungsvertreter, sondern hier gibt es nur Tatsachen, das, was mein Glaube sagt. Punkt. Nicht irgendwie, ja, wir biegen ein bisschen rum und dann gibt es danach irgend so ein Euro-Islam oder irgendwas anderes. Ja? Sie sagt zu mir, ja, ist total sauer auf ihren Mann. Sie sagt zu mir, ja, ich will zu meiner Freundin fahren und wir wollten dort dies und das machen und mein Mann, der will nicht, dass ich dorthin gehe und so. Ist jetzt fast dabei, so, ich merke, da ist jetzt so voll die Krise gerade am Ausbrechen, eigentlich wegen einer Lappalie.
Glaub mir, man sieht so viele Scheidungen, das fängt immer mit so einer Mücke an und aus der Mücke wird dann Elefant gemacht. Und auf einmal ist die Ehe geschieden. Dann habe ich zu ihr gesagt, Schwester, was ist dein Ziel? Ziel ist Paradies, oder? Sagt sie, ja klar, ist okay. Wenn du auf deinen Mann hörst und nicht dahin gehst, selbst wenn er dir Unrecht tut, kriegst du Hasanat dafür, kriegst du guten Taten dafür und du hast im Jenseits Dings. Oder ist dein Ziel, hier irgendwie Spaß zu haben mit der Freundin? Was ist dein Ziel? Weißt du, was sie gesagt hat? Subhanallah. So habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Jetzt fällt mir das total leicht, da fahre ich eben nicht zu meiner Freundin. Versteht ihr, jetzt sind eigentlich Kleinigkeiten, aber so hilft der Islam, dieser Maßstab, hilft dir, diese Probleme auf diese Art und Weise zu klären. Denke an dein Ziel. Und hier kommen wir weiter. Jetzt gehen wir zurück zu diesem Brief. Er will also jetzt sagen, wenn es solche Verse im Koran gibt, kann der Koran nicht richtig sein. Schlagen wir mal die Bibel auf. Und es geht mir nicht darum, die Bibel schlecht zu machen oder irgendwas. Es geht mir einfach nur um den Vergleich. Ja? Da steht, ein Moment, das ist 4. Buch Moses, Vers 31, es geht um Moses. So. Also Gott sprach zu Moses, indem er sprach. Also Gott spricht. Nimm Rache für die Söhne Israels an den Midianitern, danach wirst du zu seinem Volk versammelt werden. Da redete Moses zum Volk und sagte, rüstet aus euren Reihen Männer für das Heer aus, damit sie gegen Midian Dienst tun und Gottes Rache an Midian zu vollstrecken. Um Gottes Rache an Midian zu vollstrecken. Tausende von jedem Stamm, von allen Stämmen Israels, werden ihr ins Heer entsenden. Demgemäß wurden aus den tausend Israels tausend von einem Stamm zugeteilt. 12.000 zum Heer gerüstete. Dann entsandte Moses sie tausend von jedem Stamm zum Heer, sie und Pineas, den Sohn Eleazars, des Priesters zum Heer, und die heiligen Geräte und die Trompeten zum Blasen, der Aufruf waren in seiner Hand. Und sie gingen daran, gegen Midian Krieg zu führen, so wie Gott es Moses geboten hat. Also Gott befiehlt Moses, Krieg zu führen gegen die Midianiter. Und sie töteten dann alles, was männlich war. Alles, was männlich war, wurde getötet. Auch die Kinder. Ja? So, dann weiter. Und sie töteten die Könige von Midian zu den anderen Erschlagenen zu, nämlich Evi und Rekon und Zur und Hur und Reba, die 5 Könige Midian. Und sie töteten Bileam, den Sohn Beors, mit dem Schwert. Die Söhne Israels führten aber die Frauen von Midian und ihre kleinen Gefangenen weg. Und alle ihre Haustiere und ihren ganzen Viehbestand und alle ihre Mittel des Unterhalts erbeuteten sie. Und alle ihre Städte, in denen sie sich angesiedelt hatten, und alle ihre ummauerten Lager verbrannten sie mit Feuer. Also alles wurde verbrannt. Dann geht's weiter. Und sie machten sich daran, alle Beute und alles an Menschen, Haustier, Beute zu nehmen. Und sie brachten dann die Gefangenen und das Eingefangene und die Beute zu Moses und Eleazar, dem Priester, und zu der Gemeinde der Söhne Israels zum Lager. So. Dann zogen Moses und Eleazar, der Priester, und alle Vorsteher der Gemeinde vor das Lager ihnen entgegen. Und Moses wurde zornig über diejenigen, die über die Streitkämpfe bestellt waren. Also die haben erstmal alles platt gemacht dort, alles abgebrannt, die ganzen Männer getötet. Und jetzt wird Moses wütend, als sie zurückkehren. Weil es geht ja hier, er will ja hier sagen, weil im Koran steht, und wenn die verbotenen Monde abgeschlossen sind, tötet sie, wo immer ihr sie findet. Das ist der Beweis, dass also der Koran nicht von Gott sein kann. So, jetzt kommt es weiter. So, die haben jetzt erstmal, die wurden befohlen von Gott, wurde ihnen befohlen, laut Bibel. Wir glauben, dass die Bibel viele Dinge richtig sind und vielleicht auch Fälschungen reingekommen sind, aber der Christ glaubt, dass das Wort Gottes ist. Pur. So, dann gehen wir weiter. So. Dann sagte Moses, ja, warum habt ihr die Frauen am Leben gelassen? Sie waren es doch gerade, die Männer verführt haben, von Gott abzufallen. Nun tötet alles Männliche unter den Kleinen, also auch die Kinder, die männlich sind, und tötet jede Frau, die mit einem Mann Verkehr gehabt hat, also keine Jungfrau mehr ist, indem sie bei einer männlichen Person lag, und erhaltet alle Kleinen unter den Frauen für euch am Leben. So. Wenn er sagt, dieser Vers soll ein Beweis sein, dass der Koran nicht von Gott ist, dann müsst ihr im Umkehrschluss dieser Vers ein Beweis sein, dass die Bibel nicht von Gott ist. Es wird natürlich sagen, das steht im Alten Testament.
Was sagen wir dann? Wir sagen laut,